Das fast 400 Jahre alte Gast- und Pensionshaus Malzfeld am Tierpark Sababurg ist Geschichte. Nachdem ein Teil des Altbaus von selbst eingestürzt war, setzten jetzt die Abrissbagger die schon vor einem halben Jahr erteilte Abrissgenehmigung um. Die Denkmalpflege hatte nach langem Zögern zugestimmt. Innerhalb von 3 Tagen wurde das 1769 als Ausspannwirtschaft eingerichtete und 1848 von der Familie Malzfeld übernommene Gebäude mit seinen zuletzt 12 Gästezimmern dem Erdboden gleichgemacht. Der Altbau fiel ebenso wie der 1912 erbaute Saaltrakt, der zweite Anbau von 1938 und zuletzt der 1980 angebaute Sanitärtrakt. Der Altbau am Fuße der Saberburg findet sich bereits auf dem Merianstich von 1640. In dem Altbau wohnte der Aufseher der landgräflichen Hundemeute. Die Tiere waren in einem großen Stall nebenan untergebracht. Das Gasthaus Malzfeld war bis Ende der 1980er Jahre sehr beliebt bei Busreisenden, bei Tierparkbesuchern und für Familienfeiern. Die Wände des Restaurants hingen voller Gemälde des bekannten Reinhardswald-Malers Theodor Rocholl. 1993 erwarb ein Hotelier das Areal. Sein Konzept einer auf den Tierpark abgestimmten Gastronomie ging jedoch nicht auf. Eine Sanierung wurde ihm zu teuer. Fast 20 Jahre lang verfiel der Bau. Wasser drang ungehindert durch Löcher im Dach und in den Decken ein. Die 243-jährige Gasthausgeschichte endete mit einem jämmerlichen Anblick und dem Abriss. Der Besitzer sagt, er habe Pläne für eine neue touristische Nutzung des Areals. Was daraus wird, ist aber völlig offen.